Hallo zusammen, ich bin Max, willkommen zurück bei WePlay Handball und heute stelle ich euch den neuen ASIC Beyond FF vor und was sich im Vergleich zum alten Schuh verändert hat. Ich habe euch hier meinen alten Schuh mitgebracht, ihr seht, viel getragen, viel benutzt. Die Veränderungen sind auch hier recht gravierend. Man sieht hier schon, diese Flightform-Technologie ist beim neuen Schuh auch drin, aber jetzt ist das nicht nur vorne, wie ihr hier seht, sondern ebenfalls, ich muss kurz wechseln, hier hinten alles verändert. Einer der großen Punkte ist, dass es kein Gelkissen mehr hat, sondern jetzt durchgehende Flightform-Technologie. Diese Flightform-Technologie ist auch der Unterschied im Namen. Dieser Schuh hieß damals noch ASIC Gel Beyond. Dieser Schuh ist jetzt der Beyond FF und das FF steht natürlich dann für Flightform. Wie ihr seht, gibt es das Frauenmodell, das Modell für die Herren und natürlich auch die Midcap-Varianten. Die Farben sind überwiegend schwarz und weiß mit verschiedenen Farbtönen drin. Mir persönlich gefällt die Optik sehr. Ihr habt gesehen, ich habe den ASIC-Schuh schon getragen. Die weiße Variante mit diesem grünen Farbtupfern passt auch äußerlich perfekt. Und das Farbmodell der Frauen ist ebenfalls sehr, sehr nice. Nun zu den Veränderungen am Schuh. Wie ihr seht, wenn ich die beiden Schuhe in die Hand nehme, haben sich vorne die Spitze relativ stark verändert. Durch das Meshmaterial, welches hier jetzt durchgeht, hat es eine ganz andere Form bekommen. Der zweite Punkt, den ich persönlich auch wichtig finde, weil dieser mehr Stabilität verleiht, ist, wie ihr hier seht, die Trustic-Variante, die wir beim alten Schuh bisher noch nicht hatten. Im hinteren Teil vom Schuh haben wir auch einen anderen Heel Cage, der ebenfalls für mehr Stabilität im Schuh und am Fuß sorgt. Diesen Schuh in der Low-Cut-Variante bekommt ihr für 120 Euro und diesen Schuh für 130 Euro. Zusammenfassend lässt sich sagen, der Schuh ist leichter geworden, er hat sich auch von der Stabilität verändert und ist dadurch nochmal hochwertiger geworden. Und für den Preis finde ich es einen überragenden Schuh, weswegen ich wahrscheinlich auch in der neuen Saison darauf vertrauen werde. Und mein Fazit für diesen Schuh lautet wie folgt. Stift und Papier bitte. Dem ASIC Beyond FF gebe ich 89 Punkte. Was denkt ihr? Seid ihr der gleichen Meinung wie ich oder seht ihr das anders? Schreibt es uns auf unseren Kanälen, gebt uns Feedback und sagt, was ihr euch von uns noch wünscht.